40 Kilometer noch, es zieht sich wirklich. Im letzten Video waren wir 6 Stunden lang über Schlaglochpisten geholpert, um knappe 200 Kilometer zu bewältigen. Aber jetzt haben wir es bald, da hinten sehen wir schon den Eingang zum Valbonatal. Die Frage ist nur, ob wir das Valbonatal nun auch im Sonnenschein genießen werden können oder ob uns die Fahrt zu viel Zeit gekostet hat. Das finden wir in diesem Video heraus, bevor es dann per Fähre über den Comanche-Stausee geht. Los geht's! Ab in den Süden! Wir fahren nach Griechenland und zwar zu dritt. Alle einsteigen. Wir sind Ola und Gerfried und wir leben die Freiheit, heute noch nicht wissen zu müssen, wo wir morgen aufwachen werden. Im Wohnmobil erkunden wir Europa und verbringen einen guten Teil des Jahres im Camper. Neben Kurztrips machen wir immer wieder auch Langzeitreisen. Denn seit 2020 arbeiten wir ortsunabhängig vom Wohnmobil aus. Neuerdings mit dabei ist Katze Ruby, die nach anfänglichen Zweifeln von der obersteirischen Bauernhofkatze schön langsam zur Weltenbummlerin wird. Angekommen. Und weil wir Internet brauchen für das heutige Video, gehen wir wieder auf den Campingplatz. Ist hier bei einem Hotel. Wir hoffen, das Ganze ist noch geöffnet, aber sieht ganz gut aus. Von 10 Uhr bis 17 Uhr musste die arme Katze heute im Transporter ausharren. Jetzt hat sie sich einen schönen Flussspaziergang richtig verdient. Gutes Wasser mit Fischgeschmack. Ratet mal, welche Farbe meine Finger haben. Da gibt es jede Menge leckere Beeren. Das letzte Sonnenlicht haben wir wieder mal knapp verpasst, aber es ist trotzdem sehr schön und wir hoffen, dass es morgen früh dann vielleicht noch klappt. Bis ca. 10.30 Uhr, 11 Uhr können wir hier bleiben. Dann müssen wir nach Fierza zur Fähre fahren. Sehr viel Natur hier. Es zahlt sich ja fast nicht aus, für eine Übernachtung herzukommen. Eigentlich muss man hier 3 Tage verbringen zum Wandern und die Natur genießen. Die Zeit haben wir nicht und deswegen gibt es bei uns für dieses Mal nur einen kurzen Abstecher, damit wir mal mitreden können in Sachen Valbona und euch das auch zeigen können. Aber das heißt ja nicht, dass es bei diesem einen Besuch bleibt. Wir schrauben an der Armatur. Mir ist nämlich heute was Blödes passiert. Ich habe eine meiner Stricknadeln zwischen Windschutzscheibe und Armatur eingebaut. Geschafft. Oh, diese Nadel hat uns so viele Tränen gekostet. Mit dem Gerfried Mühe. Mit ein bisschen Spezialwerkzeug ist das alles kein Problem. Da haben wir einen Draht, fabriziert aus einer Kugelschreiberfeder. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr zurück in den Kugelschreiber. Und aus einer Whiskas Katzenfutterpackung haben wir noch einen Haken. Hat funktioniert. Vorspeisenteller für 2. Das sind albanische Metze. Und danach haben wir keinen Hunger mehr. Prost! Gehen wir's an.
Guten Morgen. So schön hatten wir die letzten Tage der Reise durchgeplant, aber jetzt hat es uns verlassen, das Wetterglück. Da fahren wir extra ins allerletzte Eck Albaniens und dann das. Ein Schlechtwettertag, alles voller Wolken, später soll es sogar noch regnen. Gestern sind wir etwa eine halbe Stunde zu spät angekommen, um das Valbonatal noch im Sonnenlicht zu sehen. Und jetzt soll es 4-5 Tage keins mehr geben. Und so geht unser Plan für den Reiseabschluss nicht so richtig auf. Was wir machen wollten, ist heute das Valbonatal sehen und dann nach Fierza fahren, dort die Fähre durch den Comanstausee bis Coman nehmen und dann auf der anderen Seite nach Theth fahren. Theth soll ein ganz idyllisches Bergdorf sein, ein abgeschiedenes Dorf, wo die Zeit stehen geblieben ist, wo es aussieht wie vor 150 Jahren. So sagt man, dass es bislang so war, denn der Ort war nur per Esel- oder Allradfahrzeug erreichbar. Aber letztes Jahr hat man die neue Straße fertiggestellt und deswegen können wir jetzt mit dem normalen Kastenwagen auch hinfahren. Es wäre eigentlich nicht sehr weit, denn Theth liegt einmal hinterm Berg, deswegen machen es Backpacker auch so, dass sie zum Beispiel ins Valbonatal fahren und dann in einer Tageswanderung über den Berg wandern, dann sind sie in Theth und dann geht es von dort aus weiter. Mit dem Camper ist es natürlich schwierig, denn den würden wir schon ein wenig vermissen auf der anderen Seite und müssten dann wieder zurückwandern. Ist möglich, wäre aber eine Zweitageswanderung und so viel Zeit haben wir nicht mehr und bei diesem Wetter würden wir es ohnehin nicht machen. Deshalb eben unser Plan, einmal herumzufahren und das Ganze von der anderen Seite anzusehen. Aber ich befürchte, das wird nichts. Es gibt nur Wolken und in circa einer Stunde müssen wir aufbrechen. Ob das noch was wird, sieht schlecht aus. Wir sind hier an einem Hotel, kostet 10 Euro. Dafür hat man WC und Dusche, aber es gibt nur eine einzige Dusche, die Euler gerade blockiert. Das muss ich halt warten. Ist jetzt okay, aber wenn hier im Sommer viel los ist, ist eine Dusche schon sportlich. Das Essen war sehr gut, wir haben 30 Euro bezahlt zu zweit, aber es war auch gehobene Küche, also die Forelle war hervorragend zubereitet und der Vorspeisenteller war auch gut, also es passt schon. Zu Hause hätte das Ganze wahrscheinlich das Doppelte gekostet. Jetzt aber heißt es Mannschaft antreiben. Ruby und Euler sind noch irgendwo beim Spaziergang und wir müssen jetzt aufbrechen, denn wir sind hier noch nicht ganz am Ende des Tals. Man kann noch 11 Kilometer weiterfahren und dort möchte ich vorher noch hin, bevor wir umkehren und nach Fierza düsen. Kommst rein, Ruby? Komm rein. Du lässt die ganze warme Luft raus, komm jetzt. Rege Bautätigkeit hier, ist nicht ganz so hübsch anzusehen. Hier werden offensichtlich Unterkünfte, Hotels und so weiter gebaut. Aber davon abgesehen, ja, natürlich sehr schön. Jetzt haben wir auch die ganzen Backpacker gefunden, die waren noch etwas weiter taleinwärts. In 2 Minuten erreichen wir jetzt das Ende, den letzten Parkplatz, weiter können wir dann nicht fahren. Ja, gesehen haben wir es, das Wetter spielt leider nicht mit. Für uns ist hier Endstation. Wie ihr seht, man kann dieses Flussbett auch befahren. Es wird auch eifrig gemacht und wer einen Allradcamper hat, der findet das sicher schöne Übernachtungsplätze. Keine Ahnung, ob es erlaubt ist. In der Karte ist es als Nationalpark verzeichnet, aber was das genau in Albanien bedeutet, kann ich euch nicht sagen. Die Regeln dürften ein wenig lockerer sein als anderswo. Wer nicht freistehen möchte, findet entlang des Weges hier unzählige Möglichkeiten. Es gibt Campingplätze, es gibt Hotels, wo das Übernachten erlaubt wird. Ihr könnt bei Restaurants fragen, also gar kein Problem hier zu übernachten. Wer wandern gehen möchte, hat hier sicher eine schöne Destination gefunden.
Die Sonne versucht es, aber ganz schafft es nicht. Gleichzeitig zum Sonnenstrahl tröpfelt es mir jetzt etwas auf den Kopf. Also das wird ein wechselhafter, spannender Tag. Und für uns ist die Zeit leider aus. Laut Google müssen wir jetzt losfahren. Dann kommen wir rechtzeitig zur Fähre an mit einer halben Stunde Puffer. Und die halbe Stunde, die braucht man hier üblicherweise wegen der Schlaglochpisten. Los geht's. Um 12.30 Uhr geht unsere Fähre, denn die nehmen wir trotzdem schlechtes Wetter hin und her. Wir haben die Tickets schon gebucht. Online haben wir gelesen, dass es auch in der Vor- und Nachsaison sehr schwierig sein soll, Tickets zu bekommen. Für uns war es jetzt kein Problem. Vielleicht ist es am Wochenende schwieriger oder vielleicht ist jetzt die Saison einfach schon zu Ende. Dass wir die Tickets gebucht haben, ist ein Grund für die Fähre, aber es gibt noch einen zweiten. Herumzufahren dauert etwa 4 Stunden. Ihr habt die Straßen gestern gesehen, man kommt da halt nur schwer voran und deswegen ist die Fähre sicherlich die angenehmere Variante, wenn es darum geht, 4 Stunden auf Schlaglochpisten zu verbringen oder 3 Stunden gemütlich auf der Fähre zu sitzen. In eine Richtung kostet die 90 Euro, ist erträglich und der Kommandstausee soll sehr sehenswert sein. Ein wenig fjordähnlich, soll an Norwegen erinnern. Wir sind gespannt, ob das auch heute bei diesem Wetter was hermacht. Ihr dürft es beurteilen, denn ihr seid live dabei. Jetzt kommt sogar die Sonne raus. Leider zu spät für uns. Beim nächsten Mal. Vielleicht haben wir aber Glück und sehen den Kommandstausee mit Sonnenlicht. Da ist sie, unsere Riesenfähre. Die Fähre Berisha. Es gibt hier mehrere Fähren, die ihr auch separat buchen könnt. Anscheinend hat die Fähre, ich glaube, das ist die Alpine, einen eigenen Hafen, der da weiter hinten kommt. Berisha hat 2 Boote, einmal die Fähre und dann noch ein kleineres Boot für Backpacker, Fußgänger und so weiter. Ja, die Fähren sind hier nicht besonders groß, denn sonst würden sie hier nicht durch den Canyon passen. Und wir freuen uns jetzt schon sehr auf unsere Fahrt. Die Ankunft hier war etwas chaotisch. Wir haben es zeitgleich mit der Ankunft der Fähre geschafft und dann kamen hier alle Autos rauf. Chaos hier. Und es war ein riesen Durcheinander. Und unser Ticket, das ich extra aufs Smartphone geladen hatte, war plötzlich nicht mehr offline verfügbar. Also zuerst mal rauf in die Bar. Dort hat man mir Internet gegeben, konnte das Ticket runterladen. Dann kam da einer, der die Hafengebühren kassieren wollte. Auf unserem Ticket steht aber rot gedruckt: Do not pay anyone on the road until you're on the ferry. Er hat gemeint, ja, das passt schon so. Ich habe gedacht, ja, der will sich halt was dazu verdienen. Bin ich extra aufs Boot, habe gefragt, ob es so passt. Ja, das passt. Die rot gedruckte Info, die extra am Ticket steht, die ist also falsch. Und jetzt heißt es warten, denn zuerst werden die Pkw verladen und erst dann kommen die großen Fahrzeuge dran. Die Parkplätze vor der Fähre sind übrigens super, total eben, terrassiert, sieht aus wie auf einem schönen Stellplatz. Also wenn man da die Nacht vor der Fähre verbringen möchte, könnte ich mir vorstellen, dass das auch gut passt. Könnte natürlich sein, dass mein Hafenbuddy dann nochmal ein paar Euros extra möchte. Was ich im Internet gelesen hatte, in älteren Erfahrungsberichten, ist, dass man auf den Unterboden ein wenig achten muss, denn wenn der Wasserstand niedrig ist und die Fähre sehr tief im Wasser sitzt und das Land dementsprechend zu hoch ist, dann kann es schon mal krachen beim Rausfahren. So wie das hier aussieht, dürfte es sich mit dem Ducato leicht ausgehen, aber ein Pkw hatte schon Schwierigkeiten. Aber die Jungs geben ihr Bestes, denn die Rampe, die ist nicht fix installiert, sondern die wird einfach jedes Mal bei Ankunft des Boots neu geschaufelt und dementsprechend ist sie recht flexibel, was den Wasserstand angeht. Ruby ist jetzt noch mal eine Runde mit Euler unterwegs und dann geht's los. Unsere Fahrt über den Kommandstausee von Fierza nach Kommand. Wir dürfen, sie haben noch Platz und jetzt geht's los.
Das Rauffahren auf die Fähre war halb so wild, zumindest heute haben sie die Rampe gut geschaufelt und es gab da keine Probleme. Beim Einparken wird natürlich eng geschlichtet, denn sie versuchen auch einen Gang freizulassen, damit Personen da durchgehen können. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Es gibt zwei Decks, wo man sitzen kann. Licht ist fürs Filmen jetzt natürlich nicht ideal. Es ist Mittag, das schlechteste Licht, aber trotzdem sind wir happy, denn die Sonne ist rausgekommen und es ist schon viel besser, als wenn wir nur Wolken hätten. Da kommt relativ bald nach Abfahrt, kurz nach Fierza kommen so richtig fjordartige Abschnitte, danach wird es wieder etwas flacher. Diesen schönsten Abschnitt sind wir jetzt schon durch, aber die Fahrt bleibt weiterhin schön und sehenswert und sogar die Sonne lässt sich stellenweise blicken. Ein kurzer Zwischenstopp ist auch im Programm. Wir liefern hier nur irgendwas ab. Direkt auf den Felsen werden da Säcke platziert. Ich dachte, es sei Beton. Jetzt hat irgendjemand gemeint, es ist Mehl, was auch immer. Da wird es schnell ausgeladen und dann geht's weiter. Sehr idyllisch hier. Transportmittel Nummer 1, der Esel. Und das war's auch schon wieder. Weiter geht's. Nun wird es richtig kalt und windig, aber es fehlen auch nur mehr zwei Flussbiegungen, bis die Staumauer von Comán vor uns auftaucht und das Ende der Überfahrt bevorsteht. Damit die Fähre anlegen kann, müssen noch ein paar Boote händisch zur Seite geschoben werden und dann kann es auch für uns losgehen. Hier ist alles ein wenig beengt, doch die Einweiser machen ihren Job sehr kompetent und aufmerksam und sind dabei sehr nett. Einmal weiß ich zwar nicht genau, was ein gleichzeitiges Stopp und nach links bedeuten soll, doch wie sich herausstellt, werde nicht nur ich eingewiesen, sondern parallel auch der Bootsführer, der seine Rampe noch ein wenig nach links verschieben soll.
Danke an dieser Stelle an die Berisha-Mannschaft. Die Überfahrt war ein schönes und stressfreies Erlebnis und wir haben uns die ganze Zeit über gut aufgehoben gefühlt. In Koman gibt es am Fährenleger keinen Platz, da geht es direkt danach durch die Felswand, durch den berühmt-berüchtigten Tunnel. Davon haben wir schon mehrfach gelesen, der sei so niedrig, so schmal, so dunkel. Der war halb so wild, also solche Tunnels gibt es hier in der Region vielfach. Aber die Straße danach, das ist das, wovor man sich am ersten fürchten sollte. Kann man zwar gut befahren, aber sehr, sehr langsam. Hier gibt es mehr Schlaglöcher als Asphalt. In den letzten 5 Kilometern haben wir gegenüber der Google-Prognose 10 Minuten verloren. 10 Minuten auf 5 Kilometer. Wir haben noch 45 vor uns. Also Google hat offensichtlich keine Ahnung vom Straßenzustand. Aber auch die Albaner wissen nichts davon, dass das hier ein schlechter Straßenzustand sein soll. Und deshalb kleben sie mir andauernd an der Heckstoßstange. Die lassen wir lieber vorbei. Mal wieder schöner Asphalt zwischendurch. Man glaubt immer, es ist vorbei, dann geht es 300 Meter so und dann kommt wieder diese absolut zerstörte Asphaltdecke. Diese Straße hat es echt in sich. Mittlerweile wird sie glücklicherweise Stück für Stück immer besser. Jetzt hatten wir gerade schon 2 Kilometer normalen Asphalt, aber der Anfang, ich sag's euch. Und deswegen gibt es jetzt hier am Straßenrand mal Koffein. Ihr seht weiterhin sehr schöne Stauseelandschaft. Der Fluss Drin wird auch hier weiterhin aufgestaut und es ist wirklich toll anzusehen. Wir sind gerade an einigen schön aussehenden Campingplätzen vorbeigefahren. Auch Freistehen ist hier wahrscheinlich kein Problem, aber uns geht ja die Zeit aus und das Wetter wird auch immer schlechter. Wir haben erst 17 Uhr, aber es wirkt schon so finster, als würde es schon dämmern. Die Straße ist zwar nun endlich akzeptabel, doch am Weg nach Shkodra beginnt es zu regnen und das vorhergesagte Schlechtwetter ist nun angekommen. Auf der Fahrt überlegen wir, was wir machen und müssen schweren Herzens den Besuch von Seth einmal mehr verschieben. Denn bei diesem Wetter in die Berge zu fahren hat wenig Sinn. Der Regen soll mehrere Tage anhalten und dann müssen wir ohnehin schon zu Hause sein. Wir spekulieren aber darauf, dass das Wetter am nächsten Tag an der Küste etwas besser sein könnte und biegen daher vor Shkodra nach Montenegro ab. Eigentlich würden wir ganz gerne dem Velika Plaža mal wieder einen Besuch abstatten, aber so lange reicht die Energie dann doch nicht mehr. Nach der Grenze ist der Fahrer von der Schlaglochpiste platt und auf einem Parkplatz schlafen wir bei prasselndem Regen ein. Und damit hat endgültig die Fahrt nach Hause begonnen. Was nicht heißt, dass da keine Action mehr kommt. Geschlafen habe ich nicht gut. Immer vorher zu Fuß scouten, auch wenn ihr schon müde seid, auch wenn es schon dunkel ist. Im nächsten Video installieren wir den Camper beinahe für immer in einer kroatischen Bucht, kollidieren beinahe mit einem Kreuzfahrtschiff
sind Dubrovnik in der Abendsonne, merken, welche Rolle Mindset und Erwartungshaltung spielen, wenn es darum geht, ob uns etwas gefällt oder nicht, und düsen weiter in Richtung Norden. Also dann, bis zum nächsten Mal.